Die Forderungen nach einem sehr gut ausgebauten Mobilfunknetz sind lauter denn je. Das Netz soll dabei möglichst schnell und überall verfügbar sein. In diesem Zusammenhang kommt es aber auch zu Fragen. Worum geht es dabei eigentlich genau? Im Wesentlichen geht es um elektromagnetische Felder. Sie kommen in der Natur vor oder werden, wie zum Beispiel beim Mobilfunk, technisch erzeugt. Sie breiten sich wellenförmig und mit Lichtgeschwindigkeit aus. Dabei transportieren sie Energie. Die Mobilfunktechnologie nutzt elektromagnetische Felder, häufig auch Funkwellen genannt, zur drahtlosen Übertragung von Informationen. Sie breiten sich von einer Quelle wie beispielsweise von einer Antenne aus. Ohne diese Wellen könnten wir unsere Smartphones nicht nutzen. Elektromagnetische Felder werden dabei anhand ihrer Frequenz unterschieden. Im Frequenzbereich oberhalb des sichtbaren Lichtes werden die Felder ionisierende Strahlung genannt. Hierzu zählen UV-, Röntgen- und Gammastrahlen, die so starke Energie besitzen, dass sie Atome und Moleküle verändern können. Bei elektromagnetischen Feldern unterhalb der Frequenz des Lichtes spricht man von nicht ionisierenden Feldern. Dazu zählen elektrische und magnetische Felder sowie optische Strahlung. Diese Felder besitzen eine zu geringe Energie, um chemische Bindungen zu lösen. Atome oder Moleküle können also nicht verändert werden. Die Gruppe der nicht ionisierenden Felder wird nochmals unterteilt in einen Nieder- und in einen hochfrequenten Bereich. Letzterer wird von Radio, Fernsehen und dem Mobilfunk genutzt. Durch gesetzlich festgelegte Grenzwerte, an die sich die Deutsche Telekom hält, sind die im Mobilfunk verwendeten elektromagnetischen Felder für den Menschen unbedenklich. Der Gesundheitsschutz der Bevölkerung rund um Mobilfunkanlagen ist somit zuverlässig sichergestellt.